Die Causa Edati entwickelt sich zu einem handfesten Koalitionsstreit. Auf einem kleinen Parteitag in Bamberg bezeichnete CSU-Chef Horst Seehofer den Rücktritt seines Ministers Hans-Peter Friedrich zwar als so wörtlich unvermeidbar, gleichzeitig machte er der SPD schwere Vorwürfe. Ich darf hier noch sagen, dass ich voll hinter der Argumentationslinie von Hans-Peter Friedrich stehe, dass er für die Gesamtkoalition im besten Wissen und Gewissen Gutes beabsichtigt hat und vor diesem Hintergrund das Verhalten der SPD und ihre Geschwätzigkeit unerklärlich, ja schärfstens zurückzuweisen ist. Der Agrarminister hatte sein Amt am Freitag aufgegeben, weil der SPD-Chef Sigmar Gabriel im Oktober 2013 darüber informiert hatte, dass der SPD-Politiker Edati ins Visier der Justiz geraten war. In der CSU herrscht nun Ärger über die SPD, weil die Sozialdemokraten den Vorgang öffentlich gemacht hatten. Einen Nachfolger für Friedrich will Seehofer am Montag bestimmen.